Hallo, hier ist Carsten von SITD und ihr seht Schatten TV. Im Hintergrund hört ihr immer noch Umf und ich sitze jetzt hier mit Kasi und mit Tom von SITD. Ihr wart gerade auf der Bühne. Wie war denn der Auftritt für euch? War das Publikum nett zu euch? Ja, es hat große Freude uns bereitet und es war eine schöne Show. Im Vorfeld war es für uns natürlich sehr schwierig, weil eine Band, auf die wir uns sehr gefreut haben, Sono halt nicht gespielt hat und sich das die ganze Setlist halt irgendwie so ein bisschen nach vorne verschoben hat. Und ja gut, wir waren flexibel, Saltatio Mortis haben eher angefangen, wir haben angefangen und hatten vorher ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass unsere Leute vielleicht das nicht mitbekommen, aber es wurde alles gut kommuniziert auf dem Festival. Es ist alles eine super Organisation und es hat super Spaß gemacht. Ja. Das ist super. Ich habe vorhin auf einem Foto gesehen, dass da tatsächlich in der ersten Reihe ein Mädel gestanden hat, die sogar einen Banner für euch aufgehängt hat. Okay. Wie fühlt ihr euch damit? Findet ihr das richtig geil oder ein bisschen albern? Nee, absolut nicht. Also man freut sich natürlich immer geehrt, wenn Leute individuell sich was einfallen lassen und ihre Wertschätzung halt irgendwie zeigen, indem sie halt irgendwie individuell halt irgendwie was machen für ein Konzert. Und wir haben uns sehr darüber gefreut. Wir haben es auch gesehen, ja. Und wie hast du dich gefühlt mit diesem ganz fantastischen Banner? Worum geht's? Ich habe es nicht gesehen. Was war da in, los? In der ersten Reihe war ein Mädel, die hat vorne dran so ein Banner dran gehängt, in Rot, wo SITD drauf stand. Wie findest du solche Fanaktionen? Hammer. Hammer, oder? Ich find's geil. Ja, ich auch. Also und nein, ich ganz wirklich, also ich hab's leider nicht wahrgenommen, auch wenn es in der ersten Reihe war. Ich bin da immer so ein bisschen angespannt auf der Bühne und auch mit Sicherheit nervös. Mein Handy klingelt, das ist scheißegal. Und das ist nicht das erste Handy, was heute im Interview klingelt. Wunderbar, okay. Das vierte oder fünfte. Und nein, aber wenn die Leute sich sowas einfallen lassen, ist das natürlich eine super schöne Sache, keine Frage. Du wolltest noch was dazu sagen. Nee, also ganz klarer Fall, also es ist immer halt, man ist besonders angespannt bei Konzerten, direkt irgendwie vor der Haustür und deswegen ist es insofern was ganz Besonderes, wenn die Leute sich was einfallen lassen, transparent oder irgendwas dabei haben. Wir haben es gesehen, wir haben uns tierisch gefreut und es war eine super Stimmung und wir sind super glücklich. Wie war es insgesamt, in der Heimatstadt zu spielen? Das ist doch bestimmt was ganz, ganz Besonderes. Unter normalen Umständen ist es ja so, man spielt ein Konzert, ist am anderen Tag halt irgendwie weg. Aber man bereitet sich schon sehr konzentriert halt irgendwie auf ein Konzert vor, direkt irgendwie in der Heimat. Und Blackfield ist für uns immer wichtig. Und umso mehr ist es dann halt irgendwie toll, wenn die Leute sich halt Gedanken machen, Transparente halt irgendwie vorbereiten. Das nimmt man zur Kenntnis und man freut sich auch wirklich besonders über solche Geschichten. Wenn so ein Konzert direkt vor der eigenen Haustür quasi ist, wie wahrscheinlich ist es denn dann, dass Freunde, Verwandte und sonstige Leute, die ihr vielleicht sehr nahe kennt, im Publikum waren? Die Wahrscheinlichkeit, wie du gerade selber anmerkst, ist schon relativ hoch. Und von da ist der Druck auch immer relativ groß und umso mehr ist man erleichtert, wenn alles gut klappt, so wie heute. Aber die haben euch doch trotzdem lieb, selbst wenn das schief gehen würde. Nun gut, aber es ist halt irgendwie schön, wenn man merkt, dass das halt irgendwie alles klappt und dass sich dann die ganze Vorbereitung, der ganze Druck halt irgendwie lohnt. Hast du dir schon irgendwas privat hier auf dem Festival angeguckt? Was war bis jetzt für dich so ein Highlight? Ja, man schaut sich natürlich um, was halt irgendwie an anderen Bands halt irgendwie halt los ist. Für mich persönlich schade, dass Sono nicht gespielt haben. Eine Band, die ich sehr liebe, privat gerne halt irgendwie höre. Aber das Line-Up in diesem Jahr war großartig. Ich mag die ganzen alten Sachen von Girls on a Glass, die ja gestern gespielt haben und wohl auch ordentlich gerockt haben. Und Axel macht auch darüber hinaus halt unseren Sound halt. Also es gibt viele gute Bands, die heute Abend hier gespielt haben. Umf sind gerade dabei und Unheilig ist mit Sicherheit auch besonders, dass man die... Vielleicht kriegen wir noch das zweite Statement. Also das Line-Up ist sicherlich sehr, sehr geil. Die Location ist super, das Wetter ist super und ich glaube, es ist ein super geiles Festival dieses Jahr. Welche Bands hast du dir bis jetzt angeguckt? Was war für dich am besten? Leider Gottes konnte ich gestern dem Festival nicht beiwohnen, sozusagen, zeitlich gesehen. Und ich fand heute natürlich sehr amüsant und habe mich super drauf gefreut auf Spock, die ich immer wieder gerne sehe, die ich schon 1997 das erste Mal gesehen habe.
und immer wieder ein Erlebnis, die zu sehen, weil Alex, der Frontmann, ein absolut toller Entertainer ist auf der Bühne. Halt, der sich von ganz vielen anderen Bandfrontleuten dieser sogenannten Szene völlig absetzt irgendwie, weil, ne, er will einfach Spaß haben, die ganze Band will Spaß haben, und ich finde das in dieser manchmal zu bierernsten Szene total toll. Wirst du dir nachher Unheilig angucken? Hallo, ist Fußball, oder? Also dir geht Fußball vor die Szene? Fußball vor Unheilig. Ah, das spezifizierst du also? Sehr gerne. Okay, wenn Fußball vorbei ist und du nachher nach Hause fährst, was ist denn das allererste, was du machst, wenn du nach Hause kommst? Boah, das willst du jetzt echt wissen? Ja. Wahrscheinlich nochmal kompakt die WM-Spiele schauen, die Zusammenfassung aller drei Spiele. Entschuldigung, wenn ich schon wieder von Fußball anfange. Kein Problem. So, aber das werde ich wahrscheinlich als erstes tun. Wer wird denn Weltmeister? Argentinien. Warum? Weil sie mich gestern bisher, auch wenn nicht viele Mannschaften bisher gespielt haben, aber bisher am meisten überzeugt haben, dass von vornherein Geheimfavorit für mich war. Auch wenn viele sagen, Spanien ist der Favorit. Aber Argentinien, glaube ich, die könnten das dieses Jahr echt reißen. Also Argentinien wären Weltmeister, nur dass ihr es wisst. Was machst du denn heute Abend als erstes, wenn du nach Hause kommst? Also ich freue mich erstmal auf die Bands, die jetzt gleich noch kommen, und es wäre wunderbar, wir haben im Backstage halt einen Fernsehbereich, dass wir irgendwie Deutschland gegen Australien gleich gucken können, und das ist natürlich für einen Ruhrpottler, der sich traditionell immer für Fußball interessiert, ein ganz wichtiges Ding. Ich gehe mit Tom leider nicht ganz so konform. Argentinien, super Truppe. Messi, super überzeugt im ersten Spiel gegen Nigeria. Aber mein Tipp ist Spanien. Aber wir werden sehen, was los ist. Habt ihr beide darauf gewettet? Gegeneinander vielleicht sogar? Wir sind in einer Tippgemeinschaft. Und deswegen ist der Konkurrenzkampf relativ groß. Aber wir werden sehen, was der Tipp bringen wird. Wo kann man denn SITD in nächster Zeit sehen? Nur so für die, die es verpasst haben, oder für die, die es so geil fanden, dass sie euch direkt nochmal sehen wollen? Also ich glaube, in einer Woche oder in 14 Tagen werden wir in Kleve spielen im Rathaus. Freuen wir uns sehr drauf. Kleine Location, kleiner Club. Und wir werden Best-of-Set spielen und freuen uns sehr drauf, halt irgendwie in einer kleinen Location, einem kleinen Club zu spielen. Was so halt genauso das Gegenkonstrukt zu so einer großen Festivalbühne halt irgendwie ist, halt im kleinen Club zu spielen, und wir haben sehr viel positive Resonanz erfahren, dass die Leute sich darauf freuen, und wir freuen uns auch sehr auf die Show. Auf welcher Internetseite kann man das genaue Datum erfahren? www.sitd.de. Tom, die MySpace-Seite hast du mit Sicherheit parat. Bitte? In Sachen Infos, erstmal natürlich sitd.de, haben wir das schon. MySpace, myspace.com, xsitdx, frag nicht warum, oder sitd-fan-machinery.de oder com, bin ich mir nicht ganz sicher. Da bekommt man alle Infos, was in Sachen Termine, Infos, alles, was das SITD-Herz begehrt. Ja, vielen Dank an dieser Stelle erstmal an SITD. Bitte. Also, Informationen über das Konzert in 7 oder 14 Tagen in Kleve kriegt ihr auf jeden Fall auf sitd.de. Ja, und wer Weltmeister wird, Argentinien oder Spanien? Deutschland hat in jedem Fall verloren. Dankeschön.